diese sich öffnen, werden Albträume wahr. Das sind die Creepy Tales. Guten Abend. Guten Abend, Officer. Geben Sie mir zwei von denen da bitte und eine Dose Louisiana Blue Coke. Ja. Macht $6.80. Und, viel zu tun? Hält sich bisher in Grenzen, aber die Nacht ist ja noch jung. Dann wünsche ich Ihnen eine ruhige Schicht. Danke. Ihnen einen schönen Feierabend. Jo. Hotel Bravo 6 für Zentrale. Kommen. Bravo 6 hört. Wir haben dann einen merkwürdigen Anruf vom Lennox House Hospital, Juniper Street. Die psychiatrische Klinik? Ein Notruf oder was? Ist nicht klar. Bitte mal abchecken. Sie sind am nächsten dran. War wohl nur ein Patient, der ans Telefon rangekommen ist, was? Bravo 6, habe verstanden. Ich übernehme das. Ende. Was kann ich für Sie tun? Dunham Police Department. Wir haben einen Anruf von Ihnen bekommen. Ist alles in Ordnung? Ja, ist bestens. Hätten Sie was dagegen, wenn ich trotzdem mal reinkomme und mich umsehe? Nein, überhaupt nicht. Ich öffne das Tor. Parken Sie links vor dem Gebäude und dann die kleine Treppe. Danke. Hallo, Officer. Ist was passiert? Aber nein, es gab da nur einen Anruf. Ich wollte mal sehen, ob hier alles okay ist. Wie gesagt, alles in Ordnung bei uns. Entschuldigen Sie, mein Sandwich. Ich will Sie auch gar nicht bei Ihrer Pause stören. Das tun Sie nicht, das tun Sie nicht. Sehen Sie sich nur um? Sind Sie allein hier? Nein, natürlich nicht. Mein Kollege ist gerade auf Rundgang. Wie viele Patienten haben Sie denn hier? Auf dieser Station? Eigentlich 25, aber wir sind meist total überbelegt. Sie kennen das bestimmt. Aber sicher. Zumindest schustern Sie uns kleine Arbeiter auch mit immer und noch mehr Arbeit zu. Ja, richtig. Sehen Sie das da drüben? Papierkram ohne Ende. Ich bin Krankenpfleger, kein Verwaltungsangestellter. Und dann haben wir ja auch durchaus ein gewisses Risiko hier mit unseren Patienten. Sie meinen gewalttätige Irre? Psychisch Erkrankte, ja. Und manche sind eben im Rahmen ihrer Erkrankung zeitweise gefährlich. Aber die meisten sind doch ganz normale Menschen. Nur eben krank. Was sind das für Monitore? Überwachen Sie die Leute damit? Nicht alle. Nur die besonderen Fälle. Da, der zweite von links, der zeigt das Zimmer von Frankie Ortega. Und das daneben ist John Bowers, der Doppler. Wer? Der Doppler. Wir nennen ihn so, weil er sich häufig in seinen Sätzen wiederholt. Und der ist gefährlich? Naja, das behauptet zumindest das Gericht. Ich finde ja, dass er eigentlich ein ganz sympathischer Typ ist. Scheint zumindest zu schlafen. Liegt eingerollt in seine Decke auf dem Bett. Ja, es ist überhaupt eine ruhige Nacht heute. Sagen Sie mal, was ist das für eine Tür da? Die rote? Da geht's in den Keller. Nicht relevant für Sie. Ich meine, da ist nichts, was irgendwie spannend wäre. Nichts was spannend. Verstehe, aber sie ist nur angelehnt. Deshalb frage ich. Kann sein, dass mein Kollege sie offen gelassen hat. Ich würde da gern mal runtersehen. Klar. Machen Sie das. Machen Sie das.
ziemlich dunkel. Gibt es hier irgendwo Licht? Ja, Moment. Hier ist der Schalter. So, jetzt haben Sie Licht. Jetzt haben Sie Licht. Aber da unten... Das ist Blut! Sie sind... Guten Abend, Officer. Ich hätte es wissen müssen. Hotel Bravo 6, ich brauche... Niemand ruft hier! Hilft! Ruft hier! Niemand! Officer. Hotel Bravo 6 wird Zentrale. Bravo 6, weg! Hotel Bravo 6 für Zentrale. Hier, Hotel Bravo 6. Hier ist alles in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Es war nur ein Anruf. Nur ein Anruf.